So, nun dann, Freunde. Morgenstund hat Gold im Mund. Ich schleiche schon seit wenigen Minuten hier rum. Hab schon mal die Briefkästen auseinandergenommen. Mich mal umgeschaut. Ob irgendjemand hat die Zeit bei Ruhe. Die kann echt die ganze Zeit bei Ruhe. Kein Mensch hat sich für mich interessiert. Aber damit ein herzliches Hallo. Ich komme noch eine Schlange. Was wollt ihr denn alle von mir? Mensch. Keine Zeit für so einen Quatsch. Ja. Ali, hallo, hallöle. Dies ist das Gebäude unserer Begier. Ich habe das Gelände schon mal ausgecheckt. Ah, geht so. Stadthalle. Ich weiß, ich kenne das Gebäude noch aus der A20. Und da hatte genau dieses Gebäude durch eine Änderung der Phantoms auf einmal meine ganze Karte zerstört gehabt, beziehungsweise den ganzen Bereich hier. Sprich, es ist schon einige Zeit her. Ja, und jetzt noch als Befallene. Ich weiß nicht, was mich erwartet, was uns erwartet. Naja. Sagen wir mal so, was soll schon passieren? Also dann. Bitte. Eine befallene Mission ist ja immer noch mal ein Zacken was anderes als eine reguläre Mission. Ja. Hier nicht, da nicht, dort nicht. Sieht schon mal aus, als hätten es andere hier auch schon versucht. Auch hier. Mal schauen, ob ich meiner Gewohnheit trotzen kann und nicht jeden Loot mitschleppe. Verschlossen, verschlossen. Wo geht's jetzt nun hier rein? Hier? Okay. Oh mein Gott. Und wir mal gucken, was ich mit habe. Ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Ansonsten verlasse ich mich auf Pfeil und Bogen. Jedenfalls so lange. Es noch geht. Ja, im Auto habe ich draußen auch noch ein paar Bücher liegen. Kann man da zusammen durchgucken. Die habe ich eingesammelt aus den Briefkästen draußen. Die vielleicht durch die Decke brechen hier. Also ich bin heute mal ein bisschen extra leise. Also nicht wundern, dass ich vielleicht mal stückenweise die Kusche halte. Weil ich habe zuletzt ganz arg gemerkt, dass die doch sehr leise sind, mitunter gar nicht mitkriegt, aus welcher Richtung die kommen, bin ich sicher, ist es was meine Einstellung betrifft oder generell, dass im Spiel die etwas leiser sind. Guck mal, wir haben das Inventar schon voller Bücher.
Wir lernen es einfach. Man muss weg. So. Bögen, Bögen. Werkzeuge. Okay. Das haben wir vollständig. Ein bisschen Schrotflinte, ein bisschen das, ein bisschen Elektrik. Ach, das kann weg. Lernen wir einfach. Ja, also zum Händler mitschleppen, weiß ich nicht. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht. So, warte mal, vielleicht können wir eine Kiste aufwerten. Na gut. Ist doch hier potenziell. Also wäre ich der Spielerdirektor gewesen, ich hätte aus den Dingern ihn rausbrennen lassen. Minimum. Hier weg. Hallo? Na, guck mal an. Mehr Schaden an Berglöwen. Aha. Wie viele Berglöwen haben wir gesehen? Oder wie oft waren wir in einer Region, wo es Berglöwen gab? Ich versuche alles ein bisschen vorsichtiger zu machen. Gleich zwei. Und alles so, wenn es geht. Oh. Das hat jetzt aber gar nicht geklappt. Na los. Und die Erde kommt hier nicht. Naja, wenn zwei zur gleichen Zeit sprungen, ist Ausweichen immer schwer möglich. Aber ist ja fast nichts passiert. Es gibt ja viel, viel schlimmere Situationen, die hätten sein können. Ja, und mit genug Munition hier durchrasen, das ist nicht so meins. Bin da eher so fürs versuchte Schleichen und Wegrennen. Müssen wir uns mit Spucken. Oh ja. Hab's
zwar gehört, aber ich dachte, ich kann ihn noch wegmachen. Nächste. Ah ja. Wozu sind denn letztendlich Verbände da, wenn man sie nicht benutzt, oder? Da nicht, dort nicht. Ja, die Klos durchsuchen. Was sind wir los hier heute? Habe ich vergessen, Zielwasser zu trinken oder der nächste Kopf? Irgendwie fehlt bestimmt der Kaffee, nehme ich mal an. Ja. Das Spiel fängt an mit Schwimmen. Herr Polizist, es ist aber Zeit. Ich höre am Hängen geblieben. Ja. Ja, so geht's auch. Ich lebe noch. Wie gesagt, ein bisschen sneaky durch. Jetzt nicht wirklich schleichen. Aber jetzt auch nicht so durchbrettern. Und arg in Gefahr bringen. Die Arme ist sowieso mit verhungern. Wird es wohl hier weitergehen? Entsorgen wir. Lernen wir. Das brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir jetzt nicht. Das nicht. Naja, was ist das? Naja, kurz ein bisschen legst. Mal gucken, was es gibt. Auch hier, das ist alles so. Ich weiß nicht. Komm, gerne noch Kaffee hinterher. Ist ja früh am Morgen. Ich bin der Verbrecher, oder? Überall hinterlasse ich mein Zeug. Ja. Okay, jetzt scheinbar weiter. Mal gesehen. Das merke ich jetzt, dass da richtig schwimmt, hinter die Leichen geht. Ja. Oh Mann. Da werde ich mir doch bestimmt das ein oder andere Mal die Knochen brechen, oder? Ist wer hier? Nur Kaffeepulver. Hätte ja jetzt gehofft, dass ein richtiger Kaffee dabei ist.
warum ich die aus Gewohnheit immer mitnehme. Auch hier die Nägel. Ich mach immer aus dem Weg. Immer ein Fluchtweg. Weg. Hallo? Achso. Nein. Bist du tot? Bleibst du tot? Euer Ehren, ich war's nicht. Ich schwöre, Herr Richter. Das Richterzimmer. Ich fühle mich schon richtig schlecht hier drin. Bestimmt Ärger, wenn sie uns hier erwischen. So, das raus, das raus. Das zerlegt. Den Kaffee vielleicht mal für später. So, zack. Und weiter geht's. Ja, euer Ehren. Alles ist schon cool gemacht. Oh. Waffentasche. Das sind bestimmte Beweismaterialien. Also bin ich sehr überzeugt davon. Na komm, wir nehmen es erstmal mit. Ist ja halt eigentlich nur eine Vierer. Mit ein paar Verrückten. Ist ja jetzt noch nicht mal eine richtige Fünfer. Weil das jetzt so actiontechnisch schon erstmal nicht so verkehrt war. Okay, wir müssen da drüben durch. Naja. Ich marschiere hier einfach rein, weil die Tür offen war. Also entweder habe ich heute ein ungesundes Verhältnis zu entfernen. Ich habe heute eindeutig zu oft eine geklatscht gekriegt. Bisher ist nichts Schlimmes passiert, aber... Aber wenn das öfter passiert... Was Gescheites dahinter, oder? Ja. Immerhin. So. Trotzdem mal heilen. Nicht, dass mir das auf den letzten Meter wieder einfällt.
Den Mist draußen, den Mist. Ich hole das bitte Leder. Naja. Jedoch tendenziell auf den Reisen mit den Hintern auf, oder? Hier raus, da durch, Gott. Hierzu. Er kommt da lang geschlendert. Einer Seelenruhe. Der nächste. Guck, eine Tür drin. Ich wollte mich da erstmal nur umschauen. Oh, wenn ich hier die falschen triggere. Wenn die von oben runterkommen. Dann bin ich hier echt im Eimer. Naja. Kann ich nicht immer noch sagen, das war ein Griff ins Klo. Ja, Tür zu. Ruf erstmal hier lang. Aber der Grüne war jetzt schon cool. Okay. Im Versteck im Gerichtssaal. Das kann man leiden. Ja, braucht man nicht. Zack. Ein Eckengeld einstecken. Eigentlich auch mal kurios, dass ich immer auf Tour gehe. Aber irgendwie nie Geld einstecken habe. So, hier waren wir gewesen. Na dann. Auf durch diese Tür. Nochmal gucken. Kann was weg? Kann was bleiben? Naja. Dann los. Obwohl. Hat das auch? Hat auch? Na klar. Komm, trinken wir mal ein bisschen Vitamine. Ja. Oh Mann. Abend. Ah. Hab's gerade gemerkt. Ich hab doch irgendwie heute nicht die beste Knüppeltechnik. Und das zerlegen wir gleich. Das essen wir. Raus und raus und weiter. Ja, irgendwie. Hat das schon besser geklappt. Aber wir lesen einfach. Vielleicht geht's dann besser. Gib mir das Bücherregal. Ja. Hätte ich zerlegen können für Stoff. Guck mal, Geld. Es reicht fast für den Automaten. Und dabei wollte ich das doch gar nicht machen. Aber so mit der alte Lootgeier, wenn der einmal durchkommt,
Und irgendwie hat 7 Days meinen Blutfinger so extrem nervös gemacht. Entriegelt. Okay. Wenigstens ein Verband. Da habe ich jetzt bis jetzt hier schon mehr gebraucht als in Summe in der letzten 5er Mission. Also, na dann los, komm lesen. Eigentlicherweise wäre es dann fast sinnvoll, wenn man einen neuen Spielstand anfängt, gleich die Stadthalle zu machen. Erstens rennt dann noch nicht so viele Grüne rum. Die sind ja eigentlich Game Stage bedingt. Und hier gibt es verdammt viel zu lesen. Kann ich mir mal merken, wenn ich auf jeden Fall, dass ich nochmal irgendwo ein Let's Play starten sollte oder eine Runde. Na dann, ab in die oberen Etagen. Irgendwie wie in der Hosen gemacht. Der ist tot, der bleibt tot, hier noch einer? Nö. Na. Die werden schon kommen. Was haben wir hier? Bögen, Bögen. Wo seid ihr denn? Schön. Das waren bestimmt die Geschworenen. Na komm. Das war daneben. Wie viele Pfeile habe ich denn überhaupt noch? Oh ja. Reicht noch. Ups. Bis jetzt noch mehr. Mir ist die Taschen sind voll. Geh weg. Und bisher hat man echt eine Menge zu lesen. Und da, auch wenn es nicht sein muss. Nächsten legen sie sich schon wieder an.
kommst du denn jetzt her? Durch die Wand durch. Hier nicht, da nicht, dort nicht. Beratungszimmer. Dann lies es doch gleich. Ja, dann schon auf wieder Mist einstecken. Ich will den ganzen Mist aber nicht. Du sollst niemanden schlagen, der gerade liest. Bildung ist doch wichtig. Kommt hier durch, weil es offen ist? Mit euch. Das Undenken, weil ihr grün seid, habe ich Angst vor euch, oder? Oder hat jemand Angst vor den Grünen? Ja. Wir haben ja einen einstecken. Mal gucken, vielleicht reicht da eine, ja? Machen wir es so. Dann ist nur Müll drin. Na dann. Wir gucken mal weiter. Verschlossen. Entriegelt. Mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas vergessen. Hier rum, darum, darum. Die war ja auch offen. Na gut, wir gucken erstmal hin. So, hier ging es ins Treppenhaus. Ja. Wir sagen dann scheinbar weiter. Wollen wir mal gucken, was ist. Wie und was, warum, weshalb. Verschlossen. Okay. Dann interessiert es uns nicht. Weil, wenn, dann gehe ich noch die offiziellen Wege. Hier war man und hier ist unser Rundgang. Da kommen wir nicht hin. Hier sind wir ja draußen gewesen. Okay. Tja. Einmal im Kreis. Ich weiß. Und dann, Treppenhaus. Hallo? Ihr Säcke. Hinter der Tür versteckt. Hinter der Tür. In dem Moment, wo ich dran gedacht habe, war es aber auch schon so spät. Naja. Können wir mal jetzt die Öffnung gehen, noch lernen. Böse Falle hier, oder? Wenn wir so
extrem verwinkelt ist, war immer was, dass es eben klein wehtut im Rücken. Weil das braucht man nicht. Apropos, ich vergesse es nämlich sonst wieder. Was ist das? Ist aber hartnäckig. Der war jetzt mal extra hartnäckig. Und erstmal klein noch was. Na ja. Aber war ja fast klar. Solche verwinkelten Ecken. Selbst was Gutes haben. Ne, ist großer. Hilfe. Das ist doch mal genau das, was zur rechten Zeit kommt. So, nicht, dass ich irgendwas fasse. Hier nicht, da nicht. Offiziell hier hinten lang. Okay. Ist die Geier der Stadt? Ich muss jetzt sozusagen schon beim Ordnungsamt. Aber sowas von. Da. Nee, meine Freunde, nicht mit mir. Ihr dürft ja gern, aber bitte, wenn es geht, nach meinen Bedingungen. Naja, zack. Die Spritzen, das ist alles nur. Ich hätte jetzt mit einer ganzen Horde Anzugträgern gerechnet und nicht mit Soldaten. Mal gucken. Und das war's. Naja, Freunde, das war ja mal, wie sagt man so, gemütlich. Und das zerlegen wir, und das zerlegen wir. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, das bisschen Papier. Hätte jetzt gedacht, das gibt mehr Spaß. Und wir gucken mal zusammen rein. Dann wissen wir wenigstens, was drin ist. Naja. Ja, das lernen wir. So, was schmeißen wir denn mal raus?
Verdammt. Hätte jetzt mit einer letzten oder einer längeren Runde gerechnet. Das lernen wir mal noch. Mal hier drin. Komm da. Zack. Raus, raus, alles Müll. Ja, ich will nämlich jetzt auch nicht extra runtergehen. Auch den Kaffee. Haben wir zu Hause genug angebaut. Wo denn sonst hier? Naja. Gut, dann. Ach so, das ist ja hier. Naja. Das können wir zu Lake kriegen wir mit. Die auch benutzt man nicht. Dann mache ich die mal noch auf, damit wir gesehen haben, was drin ist. Damit haben wir sie offen. Oh Gott. Hier nochmal und hier. Und noch was einstecken. Das auf jeden Fall. Und Munition. Ja. Bitte was als Papier raus. Wasser können wir uns besorgen. Da muss ich vielleicht gar nicht erst da rüber und rüber. Hier auch sowas. Zack. Nur wegen ein bisschen Geld. Ja, Munition ist in Ordnung. Ja. Das nehme ich mit. Einfach nur aus Spaß und der Freude. Oder wisst ihr was? Ich mache es einfach so. Ich pack mal hier was rein. Und hier hebt man das alles auf. Ist ja unser Verdienst. Ja, das Zeug. Dann gehe ich mal runter. Auspacken und umpacken. Und wir sehen uns dann wieder kurz beim Händler, um wenigstens abzugeben. Also dann. Und schon sind wir wieder in altbekannten Gefilden. Gefühlt hat die Fahrt hin und zurück mehr Zeit gekostet, als wir vor Ort waren. Aber der Loot kann sich sehen lassen. Bin gleich wieder wenig davon wirklich gebrauchen können. Weil gerade die Munition ist, oh ja, für die Horde jetzt nicht mehr wirklich ge zu gebrauchen. Und im normalen Alltag benutze ich es sehr, sehr selten. Aber naja, wie ich muss es schon sagen. Am und weit weg. Ja. Also, das sind übrigens die Bücher, die ich vorhin in der Stadt noch gefunden hatte, wo ich sagte, die habe ich eingesammelt beim bei der Vorabbesichtigung. Wir lernen hier einfach mal alle Motorwerkzeuge, Nagelpistole freigeschaltet. Okay. So. Das machen wir dann später mal auf. So, also das rüber zum Händler. Das kann er haben, das. Das brauchen wir auch nicht mehr. Mal gucken, vielleicht baue ich mir doch mal eine Rüstung. Das sind Gewehrteile, brauchen wir nicht. Maschinengewehrteile brauche ich nicht. Schrotflintenteile. Aber glaube ich auch genug. Das kann er haben. Das und das. Und die Schnuffi-Maske und das und das. Hat jemand was mit euch da? Ja, das darf alles haben. Oder wir hatten, glaube ich, sogar Händler-Reset gehabt, oder? Tag 45? Ich habe mir das nicht gemerkt. If you're,
Here's your pay for a job well done. Ja, was bekommt man denn? Stahlhandschuhe. Würde ich in dem Fall sogar mal nehmen. Vorschlaghammer. Die Kettensäge. Ja, nie benutzt. Ja. Wow, I didn't think you had it in you. Good job. Ja, da nimm erstmal das. Ich will dein Inventar sehen da. Alles für dich, Chen. Kannst du dem nächsten Irren, der ja vorbeikommt, wieder verkaufen. Aber jetzt, also die Stahlhandschuhe, zack, und die Kettensäge. Morgen ist das Händlerreset, okay. Dann gucken wir trotzdem nochmal durch, nicht, dass wir was verpasst haben. Das können wir bestimmt auch mittlerweile machen. Generator noch. So, vierte Falle. Auch wenn ich noch nicht mal richtig weiß, ob ich es benutze oder nicht, da haben wir. Sieht gut aus. Haben wir wenigstens mal ein bisschen Geld ausgegeben. Ja, die Dart haben wir ja auch noch. Mann, wie soll ich das mal alles noch einbauen? Das geht immer alles von der Zeit ab, die wir unterwegs sein können. Das ist immer so schrecklich. So. Und die Bücher war jetzt. Die finden wir. Ja. Thanks for the business. We're open from dawn to dusk, since, you know. We don't have clocks. Ja, und jetzt wird's blöd. Was haben wir denn? Ja, das ist nettes Kind Corrections. Rettmeser. Yeah, if you could just go ahead and take a job, that would be great. You know? I always admired a weg, hard worker. Nichts. Ach, das ist schon grow on trees. You alles so weit weg. We're always looking for some adventurous souls. Have a look. Thanks, son. Dann wird unser nächster Ausflug ins Gefängnis. Wusste ich doch. Wir kommen von der Gerichtsverhandlung und gehen direkt ab ins Gefängnis. Gut, dann entbrösele ich mal die Taschen zu Hause. Und naja, jetzt haben wir es 14 Uhr Ingame-Tag. Ich weiß nicht, wie verrückt die dort alle sind im Gefängnis. Würde sozusagen ungern nachts reinmarschieren. Ich bereite mal noch ein bisschen was vor, Falle, Material und dann mal schauen, dass wir uns dann Tagesanbruch am Gefängnis einfinden und vielleicht unsere Haft- oder Todesstrafe angehen. Klingt gut, ne? Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen. War mal wieder lustig. Bis zur nächsten Runde. Tschüssikowski und bye bye.